Im nordwestlichen Teil der sächsischen Landeshauptstadt Dresden liegt als Elbe-Seitenarm der Alberthafen. Die verschiedensten Güter werden hier verschichtet. 1995 wurde das 7. Minensuchgeschwader in Neustadt-Holstein außer Dienst gestellt und dem Engagement des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ist es zu verdanken, dass diese Einheit die Atlantis hierher verholen konnte. Dieses Schiff verfügt über eine Länge von 38 Metern, eine Breite von 8,25 Meter sowie einen Tiefgang von 1,80 Meter. Das Gesamtgewicht beläuft sich bei voller Ausrüstung auf 254 Tonnen. Diese schöne Perspektive von Achtern gewährt einen guten Eindruck von den Arbeiten, die an dieser Stelle ausgeführt wurden. Das Austarieren und Klarieren sowie Ausbringen des Minenräumgeschirrs gehörten zum Hauptaufgabengebiet des Sperrwachenpersonals. Hier das sogenannte Einreiten des Hohlstabes. Der Heckräumbock zum Leiten und Umlenken von laufendem Gut sowie Räumgeschirr, Stahlkabel und Schlepp- sowie Festmacherleinen. Der Backbord-Heckkran zum Ausbringen der verschiedenen Räumschwimmer und Scherrachen. Eindrucksvoll der Mast sich darstellend mit seiner technischen Ausrüstung wie Funk, ORF sowie VRF-Antennen, Deckernavigation, Manöverlaternen, Minenräumlaternen, Hydromesseinrichtung, Radar, Typhon und den Signalflagleinen. Von der Backbordseite aus Richtung Bug wenden wir uns der 40 mm Flak Boforskanone zu. Schussweite bis 9 Seemeilen, Einzelfeuer sowie Feuerstöße Anzahl 3 in der Sekunde. Durchschlägt je nach Schussweite mit DM40 Aufschlagzünder Stahlplatten bis 2 cm Stärke. Die Ankerwinde und Kette, hier in einer schönen Einstellung sichtbar, schwenken wir noch einmal auf die Brückenaufbauten, die gerade aus. Eine beeindruckende Sequenz, die im Rahmen einer Postbeutelübergabe den Aktionsradius und die Fahreigenschaften des Typs Baureihe 60 im Manövereinsatz deutlich macht. Die Postbeutelübergabe ist eine stetig zu übende Rolle zur Übersendung von persönlichen Mitteilungen von Kommandant zu Kommandant. Wir befinden uns hier im schiffstechnischen Leitstand, dem Herz der Steuerungszentrale. Von dem aus der leitende Maschinenmeister, kurz genannt LM, die Funktionen, die vom Steuerstand aus per Kommando, per Signal übergeben werden, hier mit viel Fingerspitzengefühl und hauptamtlich verantwortlich steuert. Hier der Hauptteil der Überwachungstafel, dass wir wie gesagt die Knotenanzeigen haben und letztendlich auch Ruderlagenanzeiger und wie gesagt das Messinstrument für die Angabeinstrument für die Fahrtstufen. Darunter eine sehr schöne Legende, die für den leitenden Maschinenmeister von Wichtigkeit war, in Fahrtstufen 7 bis einschließlich äußerster Kraft. Druckmessungen für Motoröl, Getriebeöl sowie Füllung Motor und die Abgastemperatur sind hier markant in einem Blick zu überwachen. Die Temperaturmessgruppe für die Backbordhauptmaschine, respektive die Temperaturmessgruppe für die Steuerbordhauptmaschine, der Wellendrehzahlmesser, die Temperatur des Frischkühlwassers und die Drehzahl des Motors sind hier von entscheidender Bedeutung und auf einen Blick sofort erkennbar. Bevor es natürlich richtig losgeht, ist es wichtig, die gesamte Anlage unten mit dem Schlüssel, wie man an dem Zeiss-Ikon-Schloss sieht, zu starten. Dann sind die ganzen Beleuchtungen sichtbar und es lässt sich natürlich hier das entsprechende schalten. Im tiefsten Punkt des Rumpfes bildet sich häufig Bilgenwasser. Das sogenannte eben Wasser auf Marinedeutsch, was sich dann im Visa der sogenannten Bilge sammelt, aufgrund verschiedener Umstände, wollen wir nicht weiter erwähnen. Hier die Warnleuchten im oberen Bereich, die roten für die einzelnen Abteilungen, Bilge Abteilung 4.
Bilsch Abteilung 5, Bilsch Abteilung 6. Die Leistungsquadranzregler, die letztendlich die Kraft der 2x1400 PS starken Maybach-Maschinen steuern, hier für die Backbordmaschine, und zur anderen die Steuerbordmaschine, die hier jetzt gleichzeitig steuerbar sind. Ich kann zurück, ich kann voraus, je nachdem, was der Kommandant mir als Kommando befiehlt und was man als Signalton und anhand der Einzahl erkennen kann. Ich tue jetzt mal so, als fahre ich voraus, indem ich sage, beide Maschinen Achtung und beide Maschinen voraus 7. Es kommen weitere Befehle 9, 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter, bis zur äußersten Kraft möglich. Ich habe die Möglichkeit der Feinregulierung, indem ich, wie gesagt, auch halbe Fahrtstufen unter Umständen hier realisieren kann und die präzise Austarierung beider Maschinentelegrafen hier gewährleistet ist. Fahrtstufen voraus, 14 Knoten die Regelfahrt bis maximal äußerste Kraft. So jetzt geschehen, ich ziehe zurück. Und gehe in den Stop-Bereich, gehe jetzt auf Rückwärtsfahrt, kuppel die Maschinen um. Das geschieht natürlich unten im Maschinenraum selber. Und fahre die Maschinen im Bereich kleiner Fahrt, langsamer Fahrt und halber Fahrt bis auf maximal AK jetzt zurück. Und gehe wieder auf Stop. Ich kann die Maschinentelegrafen natürlich auch unterschiedlich bedienen. Beim Ableger, wo ich einen Drift benötige, wenn ich die Pier an Backbordseite habe, dann muss ich erstens mit dem Ruder einen Drift geben in die Richtung, wo will ich hin, wie man so frei nach dem Motto sagt, und schalte die Backbordmaschine auf zurück halbe Fahrt. So jetzt geschehen, und die Steuerbordmaschine auf voraus 7 Knoten und warte ein kleines Weilchen, beobachte von der Freibrücke aus, bis der Drift so weit eingetreten ist, dass ich aus dem Pack hinaus scheren kann, befehle dann Ruder mittschiffs. Beide Maschinen Stopp und beide Maschinen zurück halbe. Das heißt, ich bin jetzt so weit, dass ich aus dem Päckchen ausscheren kann und im gleichzeitigen beim Mittschiffsruder dann mit halber Kraft gleichmäßig zurückziehen kann. Lege jetzt wieder auf Stopp. Und das Grundwesentliche dieser Hauptsteuerung ist hier mit erläutert. Das klassische Haustelefon, wie es auf den meisten Kriegsschiffen Standard war und vielerseits auch noch ist, wie man sieht, markant, ist hier wieder die Anwahl Kommandant getroffen. Bei Gefechtsfahrten und absolutem Schottendichtverschlusszustand kann es zu Überdruckreaktionen in den einzelnen Abteilungen führen. Dieses Gerät misst diese.